Das ist der Haupthangar, wo Titanen gebaut wurden. Willst du damit sagen, dort finden wir einen Titan? Da ist sogar einer. Aber zum Glück haben sie den nicht fertig gebaut. Na, ein Glück. Blink, blink. Ich will da nicht runter. Also, ganz da oben ist ein Kühler. Und den brauchen wir. Wie kommen wir da hoch? Natürlich. Ist ein bisschen knifflig. Ich habe mit den Kränen schon mal schwere Schottteile geborgen. Mit denen müsstet ihr rüberkommen. Okay, ich sehe den Schild. Monkey, bring mich hoch, dann kriege ich das Ding. Sieht aus, als hätten wir Gesellschaft. Monkey, Pixie, könnt ihr euch um die Max kümmern? Kein Problem. Nee. Ich suche eine gute Stelle und gebe Deckung. Moment, ich muss erst in Position gehen. Ja, natürlich musst du das. Was machst du? Okay, bin in Position. Es kann losgehen, Monkey. Ach so, ich darf das jetzt regeln, oder was? Sehr schön. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der am Gas ist. Ich weiß nicht, warum. Was? Was? Das hat nicht Oh, shit. Ah, fuck. Das sind ja alles so Klumpis. Aua, aua, aua. So, Freund, da oben, wozu habe ich dich? Nochmal? Gleich? Wie war das? Okay, einer kaputt. Nichts gibt's, verdammt. Gut gemacht. Bin auf dem Weg. Puh. Ja, das war doch hübsch. Du kannst mich da hochwerfen. Ich kann's aber auch lassen. Ja, dann. Ich hätte dich jetzt auch hingetragen, weißt du, aber. Du wolltest ja wegrennen. Alter, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Du musst hochklettern, nicht dagegen laufen. Chaka. Ja, komm. Komm. Hoch. Hoch. Dann setzen wir diese Kräne mal in Gang. Ich habe kein gutes Gefühl. Von der Plattform müsstest du an den Kran rankommen. Noch mehr Max! Ich gebe euch Deckung! Ja, machst du gut, machst du gut. Kümmerst du dich jetzt drum, ne? Dann hab ich meine Ruhe. Die habe ich nämlich dringend nötig. Viel zu viel soziale Interaktion hier. Sowas kenne ich nicht hier aus meinem Keller. Hm? Ach, hier. Okay. Ist übrigens ein sehr großer Keller, deswegen kann ich auch sehr toll klettern. Ein Geschütz! Ich krieg ihn nicht ins Visier! Ich kümmere mich drum. Und wie genau hast du dir das vorgestellt? Freund? Hey, das ist aber nicht fair. Ich hab's doch gerade gestunt. Komm, alles. Oh Gott, Monkey. Oh. Der macht mich wahnsinnig. Nichts passiert. Da oben ist schon wieder so ein Maskending. Maskenball. Na, 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 na. Maskenball.
Hallo? Ja, danke, Kamera. Wer hätte denn jetzt damit rechnen können? So. Okay, erledigt. Hat's noch gerockt. Okay, ich bin fertig. Ich kann die Kräne von hier aus steuern. Gib mir Bescheid. Muss das sein? Ich will mal. Hä? Wüste? Ich glaube, er war wirklich so ein Farmer, so ein Cowboy, so ein Typ, so. So ein Typ. Was hat hier. Was rumpelt denn da? Was soll ich jetzt überhaupt machen? Ich kann nicht Cloud benutzen, okay. Aber. WTF! Ruhe! Soll ich jetzt den Weg einfach wieder zurück. Hallo? Ne, zurück geht gar nicht. Ich komme nicht weg. Verkohlen? Hallo? Ich komme wirklich nicht weg. Hier runterspringen Monkey, geht nicht. Überleg dir, wie du mich darüber bringst. Ja, ich überlege gerade erstmal, wie ich mich darüber bringe. Madame. Da schau, er kann hier nicht runter. Ich komme hier nicht mehr weg. Ach komm schon. Das ist doch jetzt verarscht. Und irgendwas rumpelt da noch. Hä? Ach, Moment mal. Du kannst doch jetzt Dinge tun, ne? Macht sie jetzt was? Dann komme ich über das Ding bestimmt wieder weg. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Oh Mann, ey. Mein Hirn. Ach, du gehst jetzt da drauf und ich gehe drücken, oder was? So können wir das natürlich auch. Von hier kommen wir nicht an den Kühler ran. Benutzen wir den anderen Kran. Wie, den anderen? Ach so. Das heißt, du gehst jetzt irgendwie darüber. Da ist der Schalter für den anderen Kran. Kommst du darüber? Bestimmt, aber ich habe keine Lust. Um es mal so zu sagen. Komm ich hier? Ist irgendwie alles nicht so. Hopp, 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 hopp. Keine Zeit. Ja, das nehme ich mit. Das. Wow. Okay. Nein. Mich irritiert immer noch das, was da dauernd so rumknallt. Du musst das Zeug da aus dem Weg räumen. Ja. Das klang ein bisschen arg monoton. So. Was passiert? Okay, Trip, spring rauf. Boah, zum Glück schaffte das alleine. Ich hätte jetzt so gekotzt. Mach's nochmal! Mach's nochmal! Nochmal, nochmal! Wir sind bei den Teletubbies! Nochmal, nochmal! Alter, das hat mich als Kind schon genervt. Einfach denselben Scheiß dann nochmal gucken. So. Yay. Okay. Das ist toll, dass ich da immer so ganz zuschauen muss, wie sie da so zeitlupenmäßig. Ah, Mist. Ich komm nicht ran. Du musst hier rüber und mich hochwerfen. Ich komm schon irgendwie zu dir. Ja, und wie? Ich seh einen Weg zu dir. Ich muss bloß darüber. Muss bloß darüber. Ja, gut. Wie machen wir das? Geht das von hier? Aber da irgendwo? Nee. Heißt das, ich muss irgendwie auf den.
Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Das stimmt irgendwie über den Kran. Heißt das, ich muss den jetzt wieder zurückstellen? Wahrscheinlich. Wäre ja sonst langweilig. So, weil dann zeigt er ja wieder dahin. Dann muss ich ja jetzt eigentlich nur irgendwie in die Mitte kommen. Und von der Mitte aus... Komme ich überhaupt auf die Mitte? Oh Mann, das ist so großflächig. Verwirrend. Kommst du da? Ach, du springst einfach runter, ne? Hallo? Ach, Mensch, Mensch. Wie komme ich da hoch? Oder muss ich jetzt... Aber das kann ich doch gar nicht. Ich krieg's schon irgendwie raus. Ich gehe jetzt erstmal hier hoch. Was wahrscheinlich voll falsch ist, aber... Hä? Kam ich von hier aus nicht vorhin irgendwo hin? Hat das nicht vorhin einen Sinn gehabt? Ah, hier. Monkey. Monkey. Hoch. Danke. Ich war hier doch schon. Hoch. Monkey. Hoch. Danke. Ja, genau. Und jetzt kann ich ja einfach hier drüber rennen. Das ist ja dann kein Problem mehr. Hüpf. Ich glaube, ich höre ein paar Max kommen. Moment. Bin unterwegs. Ja, wo Max sind, bin auch ich. Oh Mann. Hä? Da runter. Da runter, Monkey. Okay. Hoch. Und heppa, heppa. Hoch. Monkey, Hilfe! Monkey! Oh Mann. Was? Du nicht nehmen, Kerze. Halte durch! Ich bin doch schon so gut wie da, verdammt. Alter. Garstige. Mistviecher. Oh, das war knapp. Schnappen wir uns das Ding und dann nichts wie weg hier. Ich bin voll dafür. Hopp. Flieg. Mein Engel. Ich hab's. Sehr gut. Zurück zum Boot. Ich dachte schon, jetzt geht irgendwas noch schief. Mensch. Dilling. Rückendeckung. Hey, Maggie. Du und Trip. Du weißt schon. Trip und ich was? Na ja, also, seid ihr zusammen? Trip hat mich versklavt. Mache ich nicht, was sie sagt, lässt sie mich Schmerzen spüren. Und wenn ich es dann immer noch nicht tue, bringt sie mich um. In Ordnung. Ich habe nämlich immer Chancen bei Trip ausgerechnet, weißt du. Aber wenn zwischen euch beiden was läuft, respektiere ich das. Bin ich der Typ, der sich das möchte. Pixie. Sie hört alles mit, was wir sagen. Aber wenn du dein Glück versuchen willst, nur zu. Okay. Hey, Trip, du bist groß geworden. Bist eine richtige Frau und da dachte ich, vielleicht brauchst du einen Mann, weißt du? Na, wie ist es denn für dich gelaufen? Gehen wir. Wir müssen noch was holen.
okay, sie fand's nicht so lustig. Ich fand's lustig. Das war irgendwie knuffig. Das hat mir die Stimmung ein bisschen gelockert. Das finde ich toll. Saustark. Yeah. Keine Ahnung, wozu ich die ganzen Sachen kriege, aber ich werde es schon früher oder später rausfinden, nachlesen in den Trophy-Sachen. Das jedes Mal im Spiel zu machen, wäre ja blöd, ne? Deswegen mache ich das irgendwann offscreen, ganz für mich alleine, und dann freue ich mich an meinen ganzen vielen tollen Trophys, die ich im PlayStation Network gesammelt habe, in diesen unzähligen Stunden, die ich schon gespielt habe. Kapitel 11, altes Schlachtfeld. Oh. Etwas fehlt uns jetzt noch. Eine Energiezelle. Und die finden wir dort. Wo ist dort? Dieses dort sieht noch schlimmer aus. Es ist das letzte dort. Na, wobei das ist schon ein bisschen wieder naturbewucherter Tararara. Ich mache eine Pause. Bis dann. Tüdelü.